In diesem Video erkläre ich dir, wie du den zentralen Quartiersabstand berechnen kannst und für was du ihn benötigst. Moin Moin zusammen, heute schnacken wir mal über den zentralen Quartiersabstand. Der zentrale Quartiersabstand ist im Endeffekt nichts anderes als vom Median, vom x 0,5, geht es einmal nach links und dann nach rechts zu x 0,25 und x 0,75. Und wie ihr merkt, das sind dann eben 50% der Anteile. In diesem Bereich sind wir, hier ist x 0, hier ist x 100, also x 1. Und wir wollen im Endeffekt wissen, alles klar, wie hoch in einer Zahl ausgedrückt ist dieser Abstand, also auch diese Spannweite von hier bis hier. Wie hoch ist das in der Zahl? Ne? Von hier 5 Sekunden, 30 Sekunden, nein, dann ist diese Distanz hier 25 Sekunden. Und dafür ist der zentrale Quartiersabstand. Nun kommen wir dazu. Also in dem zentralen Quartiersabstand kann ich, wenn ich x 0,75 minus x Nummer 0,25, diesen Teil miteinander minus rechne, diese Werte, was ich gerade gesagt habe, 30, 5, 30 minus 5, 25. Und dann habe ich den zentralen Quartiersabstand. Hier habe ich das Ganze an einem schönen Boxplot repräsentiert. So schaut der Bad Boy aus, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. In der Mitte, also nicht genau, das kann links und rechts ein bisschen variieren, ne, ist der Median, also das x 0,5. Zeichnerisch anhand einer wunderschönen summierten Häufigkeitsverteilung kann man das eben auch hier erkennen. Aha, x 0,25, also das erste Quartil, da hier sind 22 Punkte gewesen. Bei x 0,75 haben wir 30 Punkte. Naja, gut, was ist es also? 30 minus 22 und wir haben hier eine Range von 8. Und das ist der zentrale Quartiersabstand. 0,25 Alpha, ne, dieses Alpha, dazu habe ich auch ein Video gemacht, wie man das berechnet, verlinke ich dir am Ende vom Video. Hier, wie ich eben das Alpha-Quantil, das 0,5-Quantil, wie auch immer, berechnen kann. Und im Endeffekt nehme ich einfach das 0,25, also vom FJ, von der kumulierten Häufigkeitsverteilung, und die 0,75 rechnen die miteinander minus und zack, habe ich meinen zentralen Quartiersabstand. Nichts Kompliziertes, nichts schwierig, einfach nur die Spannweite, die Distanz, wo bewegen wir uns hier dazwischen. Falls du es jetzt verstanden hast, lass doch bitte einen Daumen da. Falls du das Ganze in Zahlen haben willst, verlinke ich dir noch ein Beispiel dazu jetzt. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut, ciao.